Eine enttäuschende Vorstellung zeigten die Pinguine beim Turnier um den EHCO Cup in Olten bei ihrem Auftaktspiel der Gruppe A, wo sie von HC Servette Genf zwei Drittel lang vernascht wurden. Im Schlussdrittel konnten sie die Niederlage dann wenigstens noch einigermaßen erträglich gestalten. Am Ende hieß es 3:6 aus Sicht der Pinguine, die nur noch eine kleine Chance haben, ins Finale zu kommen. Dazu müssen sie am Freitag gegen ihren DEL-Konkurrenten Grizzly Wolfsburg schon deutlich gewinnen. Dann sag mal was zum Spiel zu der ersten Testspielniederlage. Es war, muss ich sagen, es hatte sich ein bisschen angedeutet, es war für mich so ein bisschen der erwartete Dämpfer. Und vor allem nach dem Start ins Spiel, wo wir schnell 2-0 zurücklagen, sind wir nicht an 100% rangekommen heute. Und Genf ist eine Schweizer Spitzenmannschaft, die war letztes Jahr im Halbfinale. Wenn du da nicht 100% spielst, dann hast du keine Chance. Und ich denke, vor allem nach dem schnellen Rückstand hat Genf auch klar das Spiel übernommen hat auch das Spiel dominiert. Im letzten Drittel haben wir uns dann aber nochmal gut verkauft, haben nochmal Charakter gezeigt, haben es dann auch nochmal gewonnen und das Ergebnis dann zumindest erträglich gemacht.